Hallo. Hallo, mein Name ist Vite. Ich bin ein Vielfalter und für die eine Welt unterwegs. In den nächsten Monaten reise ich von Land zu Land, um eure Welt kennenzulernen. Und heute bin ich hier in Potsdam bei der Auftaktveranstaltung des Schulwettbewerbs im Rahmen der Zukunftstour. Also bis bald. Ich wurde schon gerufen. Tschüss. Beim Schulwettbewerb geht es darum, Jugendliche, Kinder, Schüler der Klassen 1 bis 13 zu sensibilisieren und zu aktivieren für die eine Welt, für globale Themen und dieses Thema globale Entwicklung einfach auch im Unterricht in allen Fächern zu etablieren und zu verankern. Das Motto in dieser Runde ist Unterschiede verbinden, gemeinsam einzigartig, und das übergreifende Thema ist Umgang mit Vielfalt. Und unter diesem Motto steht auch hier diese Mitmachstation. Wir haben verschiedene Aktionen geplant, zum Beispiel kann man hier Vielfalter basteln, und wir haben das Buch der Vielfalt hier aufgebaut, ein Freundschaftsbuch, wo man einfach nochmal die Verschiedenheit eintragen kann, und es gibt auch noch eine Fingerabdruckaktion. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme des Schulwettbewerbs. Der wird in diesem Jahr zum ersten Mal durchgeführt. Das ist ein Pilotprojekt. Da konnten Jugendliche eben Songs einreichen. Uns haben 159 Songs erreicht. Und heute haben auch Gewinner des Song Contest Gelegenheit, ihre Songs zu spielen. Und das ist ein schöner Rahmen einfach für die Auftaktveranstaltung. Also mein Lied handelt von Puzzleteilen. Ich glaube, dass sozusagen schon nicht irgendwie ganz viel fehlt in der Welt, was man braucht, sondern dass eigentlich alles da ist und nur noch irgendwie zusammengepuzzelt werden muss, damit es halt nicht so ein großes Chaos ergibt, wie das halt normalerweise ist, wenn ein Puzzle halt nicht zusammengepuzzelt ist. Musik kann die Welt verändern, weil Musik die Menschen verbindet. Ja, und als Musiker hast du halt die Chance, einfach einen Impuls zu setzen. So. Und das ist echt. Daumen hoch! Also in unserem Song geht es um die Flüchtlingssituation. Wir haben uns gedacht, dieses Flüchtlingsthema ist zurzeit sehr aktuell. Und deswegen. Und das hat uns auch alle so ein bisschen bewegt. Und deshalb haben wir einen Song geschrieben, der heißt Pegida-Marsch. Dann marschier schon mit Pegida, rette unser Abend.